Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit allen gut. Nachdem die neue Verordnung herauskam, gab es eine ganze Menge an Rückfragen bei uns in Bezug darauf, was darf ich noch, was darf ich nicht. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass sämtliche Verordnungen, die Lesefassung zur Verordnung und die ganz, ganz wichtigen Auslegungshinweise Sie alle bei uns auf der Internetseite finden und auch in den entsprechenden neuen Medien. Ich habe da grundsätzlich die Herangehensweise, dass ich mir nicht einfach die Frage stelle, was darf ich, was darf ich nicht, sondern ich stelle mir immer erst einmal die Frage, ist das jetzt klug in der jetzigen Situation, das zu tun, oder aber muss das jetzt unbedingt sein? Und dann ist es zumindest bei mir so, dass ich 9 von 10 Fragen dessen, was ich darf und was ich nicht darf, eigentlich von sich aus schon erledigt habe. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist meine persönliche Herangehensweise. Es hat auch eine wichtige Änderung gegeben in Bezug auf die Quarantäneverfügungen. Es ist jetzt so, wenn ein positives Ergebnis, ein positives Testergebnis einer Person vorliegt, dann muss der gesamte Hausstand zu Hause bleiben. Hintergrund ist, dass das Gesundheitsamt nicht schnell genug mehr hinterherkommt, die ganzen Verfügungen auszustellen. Die kommen dann nach und nach. Aber momentan ist es eben so, liegt das positive Ergebnis vor, muss der Hausstand zu Hause bleiben. Ausnahme bleibt natürlich das Sicherstellen von Einkaufen, also Lebensmitteln und so weiter. Aber auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem DRK haben, Vereinen, Verbänden, Institutionen, aber auch vielen Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, für erkrankte Menschen einkaufen zu gehen. Informationen gibt es direkt bei uns auch auf der Internetseite. Was das Infektionsgeschehen direkt angeht, die Inzidenz, die Infektionszahlen, da gibt es jetzt ja dann auch die Informationen runtergebrochen auf die Städte und Gemeinden. Wir veröffentlichen die Zahlen immer dann, wenn sie uns vorlegen. Die RKI-Zahlen veröffentlichen wir täglich, auch am Wochenende, da können Sie alles nachlesen. In Bezug auf das Tragen der Maske hat es auch eine Klarstellung gegeben. Die Maske muss eng anliegend sein. Das heißt, diese Kinnvisiere und Gesichtsvisiere sind nicht mehr zulässig. Ausnahme natürlich, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorliegt, dass man eine Maske nicht tragen kann. Veranstaltungen im kulturellen Bereich. Wir haben unser Kulturprogramm natürlich auch stoppen müssen. Das ist leider so. Es ist notwendig, aber es geht momentan nicht anders. Auch der Volkstrauertag, der uns bevorsteht, der kann leider auch nicht so stattfinden, wie das in den vergangenen Jahren immer der Fall war. Es wird allerdings so sein, dass in den entsprechenden Stadtteilen dann auch die Kirchenglocken zu einer gewissen Uhrzeit läuten und ein Kranz wird natürlich auch in einem sehr, sehr kleinen Kreise an den entsprechenden Stellen niedergelegt werden. In Bezug auf das Schließen von Freizeiteinrichtungen gab es auch nochmal eine Klarstellung. Wir müssen die Spielplätze Gott sei Dank nicht schließen. Wir müssen auch das Freizeitzentrum nicht schließen. Was wir allerdings schließen müssen, sind die Bolzplätze und die Skateranlagen. Da werden jetzt dann auch die entsprechenden Hinweisschilder erstellt und ich bitte Sie dann auch diese Einrichtungen nicht mehr aufzusuchen. In Bezug auf unsere Betreuungseinrichtungen, da sind wir Gott sei Dank momentan sehr gut aufgestellt. Das kann sich allerdings auch stündlich ändern. Wir haben nochmal einen entsprechenden Elternbrief auf den Weg gebracht, wo wir unser Konzept schildern. Das Konzept wird natürlich immer wieder angepasst und verändert, je nachdem, wie die Lage halt auch ist. Aber auch hier gibt es jetzt nochmal schriftliche Informationen und wir haben auch in allen Betreuungseinrichtungen inzwischen Webcams, sodass man dann auch, wenn ein persönliches Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort notwendig sein sollte, dann auch über Skype, Zoom, Webex, wie auch immer, sich austauschen kann. In Bezug auf die Finanzen der Stadt, das ist ja auch sehr wichtig und das interessiert auch viele Menschen, gibt es einen Bericht in den Rheinheimer Nachrichten und gestern habe ich es auch auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Auch da können Sie alles nachlesen, wie das momentan so ausschaut. Und zum Schluss möchte ich noch auf dieses 8-seitige Papier hinweisen. Das ist die neue Fassung der Senioreninfo. Nicht jede ältere Mitbürgerin und Mitbürger ist bei Facebook oder bei Instagram oder hat einen Internetzugang oder wie auch immer. Und diese Verordnungen sind ja schon sehr umfangreich. Wir haben das Wichtigste auf 8 Seiten zusammengestellt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rheinheim werden im Laufe des Wochenendes diese dann auch austeilen, so dass es dann hier auch entsprechende nachhaltige und auch erklärende Informationen gibt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, genießen Sie Ihr Wochenende und auch heute wieder. Machen Sie bitte mit Abstand das Beste draus. Wir melden uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.